Ja, Super Bowl. Fangen wir mal in den USA an. In den USA weiß jeder, dass Joe Biden gegen Donald Trump die Wahl verlieren wird. Und vor allen Dingen wissen es die Joe Biden-Anhänger und die Demokraten. Und trotzdem bleiben sie stur bei Joe Biden. Und es führt dann dazu, dass Donald Trump wieder Präsident wird. So. Das heißt, man weiß, man läuft in eine Fehlrichtung Niederlage und bleibt stur dabei. Und genau das macht die Ampel in Deutschland. Es ist keineswegs so, dass aus den tatsächlichen Krisen, die jetzt in Deutschland vorherrschen, die Ampel rauskommt, indem sie versucht, die AfD als komplette Nazi, NSDAP, judenvergasene, moslemvergasene, rechtsradikale Truppe darzustellen und damit die Massen auf den Straßen aktiviert, die sagen, nie wieder Hitler, nie wieder die Nazis. Damit löst man keine Probleme, sondern betreibt Propaganda. Nichts anderes. Man braucht die AfD in Deutschland nicht zum Regieren. Wenn man die vorhandenen Probleme glasklar sieht und die versucht zu lösen. Wir haben eine Situation, ich habe es heute nur mal beim normalen durch die Medien gehen. Wir hatten jetzt dieses Wirtschaftsforum in Davos. Ja, und Handelsblatt. Ja, so. Deutschland, dachte ich in den vergangenen Tagen häufiger, steckt im Abwehrkampf. Unsere Themen sind Schuldenbremse und Heizungskeller, während andere über die Zukunft sprechen. Macron, der jetzt mehr auf Atomkraft setzt, Saudi-Arabien präsentiert in einem riesigen Showroom das gigantische Neom-Projekt. Indische CEOs schildern auf den Bühnen ihre Visionen für eine grüne Energierevolution. Microsoft-Pavillon, überall war KI, AI und so weiter, wurde gepusht. Diese Ampel, und da so steht es übrigens auch in der FAZ von dieser Woche, wir haben einen schrumpfenden Export, wir haben einen Stellenabbau bei Bosch, bei SAP, bei Bayer, bei BASF, bei Autos, bei Autozulieferern. Ja? Die FAZ schreibt, man könnte es auch so formulieren wie ein europäischer Spitzenpolitiker hinter verschlossenen Türen in Davos. Das Ende der billigen Energielieferungen aus Russland und die deutsche Energiepolitik haben das deutsche Geschäftsmodell kaputt gemacht. So. Die Lösung der Ampel ist keine Lösung. Sie besteht im den Kopf im Sand vergraben und so zu tun, als ob nichts wäre. Dann kommen 80% der Leute, die in Deutschland sind, die mit normalem, sagen wir mal, normalem Auge verfolgen, was Sache ist, und werden als mögliche Nazis diskreditiert. Da wird eine Partei wie die AfD, und hören wir uns so die Bundestagsreden an, sehen wir doch, was das Parteiprogramm der AfD ist, und wird verunglimpft in einer Art und Weise, wo das Wort beleidigend eine extremst Untertreibung ist. Natürlich gibt es Leute wie Höcke, natürlich gibt es Rechtsradikale und so weiter und so fort. Ja? Aber ich sage mal, 80% der AfD-Wähler und auch 70% der Leute, die in der AfD Politik machen, also die Parteimitglieder, sind keine Nazis, sondern sind Leute, die nicht begreifen können, warum die Regierung vollkommen ignoriert, was getan werden muss und stattdessen versucht, eine Propagandamaschine anzuwerfen, die dann dazu führt, dass jeder, der nicht uns wählt, ist ein rechtsradikaler SS-Officer. Es ist vollkommen absurd, was hier gerade abgeht in Deutschland. Und es ist leider so, dass wenn ich Bundeskanzler wäre, ja, also ich möchte, dass wir
gewinnen, dass wir uns positiv aufbauen für die Zukunft, dass wir unseren Wohlstand erhalten und sogar noch vermehren, dass wir mit allen Leuten und allen verschiedenen Ländern und so weiter auch Frieden haben. So, und wir haben jetzt eine Situation, wo dieser Ukraine-Krieg und das Abschalten, Sprengen, Zerstören der russischen billigen Erdgaslieferungen hat in Deutschland bei dieser Ampel nicht dazu geführt, zu sagen, scheiße, wir müssen die Industrie weiter schützen und bestärken. Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich erneuerbare Energien, aber auch andere Energieformen, vor allen Dingen auch für den Atomkraftwerk und so weiter, erstmal zuzukaufen bzw. zu erzeugen, damit insgesamt, nicht nur für die Bürger, vor allen Dingen auch für die Industrie, die Kosten runtergehen, sodass die Industrie nicht über den Jordan geht. Genau das wurde nicht gemacht, sondern Energiepreise sind extrem hoch und es wurde nicht geschafft, diese Energie in irgendeiner Art und Weise billiger selber herzustellen oder billiger zuzukaufen. Eine Regierung, die Deutschland im Sinn hat und weiß, das ist eine Existenzgefährdung für unseren Wohlstand und die Bundesrepublik Deutschland, muss alles tun, um wieder billiges russisches Gas zu bekommen. Was aber im Moment beidseitig nicht geht. Einerseits wurde gesagt, wir machen hier Sanktionen gegen Russland, die nichts bringen, wie wir ja merken, Russland wächst. Andererseits sagen aber die Russen, ihr kriegt kein Gas mehr von uns. So, daher, aus eigenem Interesse, müssen wir versuchen, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden und nicht weiter anzufeuern. Losgelöst von der Geld, vom Geld quasi, ist es moralisch doch hundertprozentig so, dass die Ukrainer überfallen worden sind und dass die Ukrainer ein Verteidigungsrecht haben und dass die Ukrainer sich super bisher verteidigt haben und so weiter und alles versuchen, damit die Russen diesen Krieg nicht gewinnen. Aber es ist doch auch so, dass dieser Krieg zu einer Pattsituation geworden ist, der sich jetzt zieht wie Kaugummi. Die Russen werden diesen Krieg so nicht gewinnen, die Ukrainer werden den Krieg so auch nicht gewinnen. Und aus diesem Grunde ist es doch absolut höchste Zeit, dass man versucht, und wir aus unserem Energieinteresse auch und aus dem Interesse, dass wir immer mehr ukrainische Flüchtlinge hier versorgen müssen und die können dann wieder nach Hause gehen, dass wir diesen Krieg eben beenden. Und der wird nur beendet durch druckvolle Verhandlungen, die allen Beteiligten klar machen, dass sie besser dastehen, wenn diese Verhandlungen beendet werden und wenn wir quasi zu einem Status quo kommen, wo beide Länder nebeneinander existieren können, wo die Ukraine sicherlich Territorien aufgeben werden muss, aber dafür eine Sicherheitsgarantie kriegen kann von der NATO und Aufbauhilfen. So, so sieht's aus. Und natürlich müssen die Sanktionen gegen Russland fallen gelassen werden und natürlich müssen diese Haftbefehle weg und so weiter und so fort. Man muss die Kuh vom Eis schieben, das wird natürlich Putin nicht machen. So wie sie es ja selber gesagt haben, Selenskys Friedenplan ist vollkommen absurd und hat mit der Realität nichts zu tun. Und so war jetzt auch in Davos das Feedback auf Selensky. Die Leute sitzen da und wissen gar nicht, was sie sagen sollen, weil sie wissen, wenn Trump drankommt, will er diesen Krieg so schnell wie möglich beenden und er wird im Zweifel keine Lieferung, keine Unterstützung mehr für die Ukraine durchwinken und dann wird es für die Ukraine zappenduster. Und wenn man eben den Bogen überspannt, wird am Schluss Putin sagen, nee, jetzt einige ich mich nicht mehr, weil mir schon so viele Tote und so viel Geld ausgegeben, jetzt machen wir die Ukraine auch noch komplett fertig und wir werden eben in Kiew einmarschieren. So, und das wird das Resultat, nicht was Strack-Zimmermann und diese ganzen Leute labern, Baerbock und Co., Habeck etc., das Volk und die Experten wissen, dass wenn jemand diesen Krieg gewinnt, wird es Russland sein. Und wir wissen auch, dass wenn Trump gegen Biden antritt, wird Trump sehr wahrscheinlich diese Wahl gewinnen und die Ukraine fallen lassen und überhaupt die NATO fallen lassen. Und darauf müssen wir reagieren, auf die Fakten, damit wir hinterher der Gewinner sind. Diese Ampel macht Deutschland zum Verlierer auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Und sie wissen sich nicht anders zu helfen,
als mit absolut unterirdischster Propaganda. So. Die Migrationskrise. Es wurde ein neues Migrationsbeschluss gemacht. Wenn die Denke, die ist und die muss es sein, weil, wir haben es schon tausendmal besprochen, die Schulen gehen den Bach runter, wir sehen es bei PISA. Die Kommunen gehen den Bach runter, wir geben 100 Milliarden aus in Kommunen, Ländern, Städten und Bund zusammen für Migration und Integration. Es sind zu viele und wir können sie nicht handeln. Und wenn wir zielorientiert arbeiten, das heißt, zielorientiert heißt, die Zahlen müssen runter. Und die Leute, die hier sind, müssen arbeiten und Steuern bezahlen, damit die Kosten für die Migration insgesamt runtergehen. Warum mache ich denn dann keine Arbeitspflicht? Wir haben schon tausend von Mal gesagt, es ist so leid. Wir haben so viel, man fährt egal woher, auf jedem Bauzaun. Wir stellen ein, wir brauchen, wir bilden aus, bei jedem Geschäft, überall. So. Aber es wird nur geredet, anstatt gemacht. Diese Leute, die hier hinkommen, brauchen eine klare Ansage und einen klaren Weg in die Integration. Das heißt, arbeiten, Steuern bezahlen, die Rechnungen selber bezahlen, dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Wer dagegen vorgeht, wer kriminell wird, wer nicht arbeitet, muss weg, ob er es will oder nicht, ob sie Länder wissen oder nicht. Wenn jemand sagt, mein Pass ist weg, und sagt noch nicht mal, wo er herkommt, ist das eine Lüge schon bei der Einreise, ein Betrug am Staat schon bei der Einreise. Ja, natürlich weiß man, wo man herkommt. Man kann ja nicht sagen, der Pass ist weg, aber ich weiß nicht, ob ich aus Somalia komme, Eritrea, Marokko, Tunesien, ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, komplett Alzheimer. Das ist doch Quatsch, das ist eine Lügerei, das muss sofort geahndet werden, das ist eine Straftat, also gar nicht erst reinlassen und so weiter. Wenn eine AfD vorschlägt, Leute wieder zurückzuschicken, schneller wieder zurückzuschicken, ob man das Abschiebung nennt, Remigration oder sonst irgendwas, ist vollkommen scheißegal. Und wenn hier Leute sind, die hier schon ewig leben, aber nur auf dem Sozialstaat, auf der Tasche liegen, wie die ganzen Araber-Clans und so weiter, die mit dem Ferrari fahren, aber Hartz IV kassieren und Leute bescheißen beim Covid-Test, bescheißen beim Sozialamt und so weiter, Pass abnehmen und rausschmeißen, das hat doch mit Rechtsradikal zu tun, das ist cleveres Handeln, sodass Deutschland gewinnt und die nicht, weil die gewinnen mit ihrer Terrorfamilienhandhabung, dass sie Parallelgesellschaften errichten und so weiter. Wenn Islamisten durch Deutschland laufen, die anscheinend hier nichts gelernt haben und rufen tot allen Juden und so weiter, raus, egal ob die einen deutschen Pass haben, wieder ausbürgern, absolut bin ich dafür. Aber losgelöst von diesen ganzen Emotionen und wie man das jetzt darstellt. Die Faktenlage ist, man muss weniger Leute pro Jahr reinkriegen, jetzt für einige Jahre, als wieder rausfliegen. Und rausfliegt nicht der französische Ingenieur oder der Facharbeiter aus Spanien, sondern rausfliegen Leute aus Afrika, muslimische, islamische Leute, die hier hinkommen, um den Sozialstaat zu benutzen, damit sie auch ihre Familien zu Hause unterstützen können. So, und dieser Weg muss für sie verschlossen werden durch die komplette Streichung sämtlicher Maßnahmen und die komplette Ablehnung. Wenn 100 Schiffe nach Lampedusa kommen, muss EU-weit beschlossen werden, dass diese Leute nicht da sitzen, dann für 2 Jahre im Camp und überlegen, ob sie Asyl kriegen, sondern 1:1 aufs Schiff, große Fährschiffe, wo sonst Autos drauf sind, wieder zurückfahren, auf Wiedersehen. Wenn das mal ein Jahr durchgezogen wird, wird die Welle abbrechen. Ist das hart? Ist das scheiße? Absolut. Trotzdem gibt es legale Einwanderung, wenn man hier hinkommt, sich anstrengt, Steuern bezahlt, aber nicht im Sozialstaat auf der Tasche liegt. Dieses Geld brauchen wir für etwas anderes. Wir brauchen auch bessere Schulen. Es funktioniert nicht, wenn 5 verschiedene Nationen in jedem Klassenraum sitzen und keiner versteht den anderen. Dann werden wir weiter abschmieren. Und Deutschland lebt doch davon, ein gutes Gymnasium zu haben, gute Abiturienten, gute Studienplätze. All das ist schon weg. Und es wird Jahr für Jahr schlimmer. Die ärztliche Versorgung wird schlimmer. Die Infrastruktur leidet viel zu sehr durch diese
Ströme von Migranten, die angefangen mit über 1 Million Syrern, und es hat ja nicht mehr aufgehört. So. Und wir, liebe Ampel, würden nicht die AfD wählen oder würden gar keinen Regierungswechsel wollen, wenn wir in irgendeiner Art und Weise den Eindruck hätten, dass ihr diese Probleme so seht und diese Probleme lösen wollt im Sinne von Deutschland. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Täglich wird uns durch eure Aktionen vor Augen geführt, dass ihr lieber sagt, alle, die nicht unserer Meinung sind, sind gegen uns. Obwohl die gesamte Welt, und ich rede vom Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, The Guardian, alle schreiben, Deutschland ist auf dem Holzweg, Deutschland ist in der Vergangenheit, Deutschland fährt vor die Wand und macht alles verkehrt. Und die Bevölkerung sieht es und sagt es auch. Und die Industrie baut Stellen ab. Ja, und der Staat wird aufgebläht. Das ist doch das klassische Beispiel eines kompletten Staatsversagens. Und wenn man dann nicht gegensteuert, dann muss man sich doch auch nicht wundern, dass dann am Schluss eine Partei gewählt wird, wo man vielleicht sonst in vielen Punkten nicht übereinstimmt. Ja, ich bin auch nicht dafür, dass nur noch deutsche Volkslieder in der Schule gesungen werden und so weiter und so fort. Das ist alles Quatsch. Ja, so dieses ganze völkische deutsche Gescheiße von Björn Höcke geht mir komplett am Arsch vorbei und will ich auch nicht. Ich will Frieden und Freiheit, aber ich will auch weniger Staat, weniger Bürokratie. Dafür steht die AfD auch im Übrigen. Weniger Staatsbeamte einstellen und so weiter. Dafür steht die AfD auch, aber nicht diese Ampel. Die redet nur Bürokratie abschaffen, aber macht mehr Bürokratie, weil sie mehr stellen. Die glauben, wenn sie alle einstellen, wählen sie auch am Schluss alle, weil sie einen Job von der Ampel bekommen haben. So geht ihr vor, liebe Ampel. Und das ist verkehrt. Und die Leute sehen das und wollen das nicht. Es kann nicht sein, dass 17, 18, 20 Millionen Steuerzahler euren ganzen Scheiß bezahlen, plus die ganze Migration, plus den Ukraine-Krieg und so weiter, der sich endlos wie Kaugummi hinzieht und nur Geld und Waffen verbrennt, die wir selber für unsere Bundeswehr bräuchten. Die Leute sehen, wo die Probleme sind, und die sehen aber auch, wie es gelöst werden muss. Und zwar in unserem Sinne. Wir sind nicht dafür da, die Ukraine happy zu machen, damit die 20 Jahre gegen Russland kämpfen können. Und happy sind sie damit ja auch nicht. Wir sind auch nicht dafür da. Überall gab es diese Beispiele jetzt in allen Reden. Selbst Markus Lanz ist mittlerweile der Kragen geplatzt, wo wir in 35 Ländern finanzieren wir alles. Jeden Scheiß, was weiß ich, dass sich Männer männlicher fühlen in Somalia, dass in Indien eine Weihnachtsbaumzucht aufgemacht wird. Aller Scheiß. Und gleichzeitig bei 1 Milliarde für Bauern hier ist schon Feierabend. Ja, anstatt mal zu überlegen, warum geben wir den Leuten in Gaza Geld? Sie sind doch selber schuld, was da passiert. So als Beispiel. Aber es ist einfach alles scheißegal. Wir pulvern 1:1 das Geld raus, was nicht uns, den Bundesbürgern und auch nicht der Industrie in Deutschland zugutekommt, sodass dieser Laden hier am Laufen bleibt. So. Und da liegt der Hase im Pfeffer, den ihr einfach anscheinend nicht begreift. Und deshalb wird es eben zu einem Regierungswechsel kommen, erst in den Ländern, im EU-Parlament und so weiter, weil ihr einfach anscheinend vollkommen beratungsresistent seid. Das ist das Problem. Ihr habt in der Sache Unrecht. Ihr habt nicht in der Sache Recht und alle anderen sind Nazis, weil sie das nicht so wollen, wie ihr das wollt, sondern ihr habt in der Sache Unrecht. Ihr werdet und macht Deutschland und die Bundesrepublik Deutschland, die Bevölkerung, zu Verlierern. Wenn ihr fertig seid mit euren 4 Jahren, werden alle Geld verloren haben. Die Schulen, die Infrastruktur wird mehr gelitten haben. Und das ist euer Werk und nur ihr selber könnt jetzt komplett, aber komplett, nicht wie Baerbock sagen würde, 360 Grad, nein, 180 reicht, komplett in die andere Richtung gehen und versuchen, in irgendeiner Art und Weise die Kurve noch zu bekommen. Aber ihr werdet an den Zahlen gemessen, an den Zahlen, wie teuer ist denn Strom? Ist denn Strom in Deutschland oder Benzin oder Öl oder überhaupt Energie? Wie teuer, wie hoch sind denn die steuerlichen Belastungen für Unternehmen? Wie viel Scheiße muss man denn noch machen bei der Steuererklärung? Wie sind die Schulen tatsächlich in PISA, wie in der nächsten PISA-Studie in 3-4 Jahren? Wie schneiden wir da ab? Ne? Das sind Fakten.
Und ihr macht Deutschland zu noch größeren Verlierern, als es Merkel in 16 Jahren geschafft hat. Und das im D-Zug-Tempo, obwohl bei uns ja auch keine Züge fahren.